So, dann können wir gleich den Rest dann noch machen. Eisen. Ja, wird nicht so viel werden. Habe ich ja schon mal gesagt, das sieht dann immer so schön viel aus, ist es aber dann nicht. Hier hatten wir letztes Mal alles rausgenommen. Ja, jetzt heißt es gerade warten. Gleich können wir dann das Gras von unten holen. Wir können aber auf jeden Fall schon mal was essen. Und was trinken. Und auch schon mal den Kram mitnehmen, dass wir uns gleich ein bisschen Munition machen können. Wir können uns ja jetzt auch schon Pistolenmuni machen, aber wie gesagt, die Schrotflinte ist eigentlich besser als die Pistole. Die nächstbessere Steigerung, finde ich, ist danach die Sniper. Aber ob wir das hier noch schaffen werden in der Alpha 10.4, das kann ich nicht sagen, bis die Alpha 11 erscheint. Das sehen wir dann. Ich versuche mein Bestes. Müssen wir mal sehen. Nein. Da wollte ich dran. Sticks sind jetzt gleich noch nicht fertig. Okay, dann machen wir das alles zusammen. Die dürften jetzt eigentlich nicht mehr rennen können. Ja, zielen konnte ich auch mal besser. Haben sich schon eine kleine Kuli hier reingebaut. So. Bisschen Ruhe und Frieden. Oder noch nicht. So, jetzt ein bisschen Ruhe und Frieden. So, dann nehmen wir das Gras mit. Das benötigen wir ja. Wie sieht es mit der Ernte aus? Ja, ich Idiot, hätte auch Kaffee mit zum zerstörten Biom mitnehmen können. Dann hätte ich auch eher abbauen können. Aber ich glaube, wir haben gar keinen Kaffee mehr. Nee. Von daher brauche ich mich gar nicht zu beklagen. Komm, erste Hilfe. Köfferchen nehmen wir auch. Und runterfallen sollte ich nicht. Lady, die nur im Stress unterwegs ist hier, schockt sich nochmal zwischendurch. So, das sieht doch schon alles jetzt wesentlich angenehmer aus. Das dauert aber ganz schön lang hier mit dem Kram. Wird noch deutlich mehr, werden noch deutlich mehr Sticks werden. Alle schon mal beisammen packen. Sticks brauchen wir definitiv immer 3, glaube ich, war das. Und einmal Gras. Kann ich ja dann gucken bei Gelegenheit. Schrotflintenmunition noch. Ja, ist jetzt natürlich alles Verarbeitung. In der Zwischenzeit können wir nicht sehr viel machen. Ich könnte höchstens hier ein bisschen Eisen abbauen oder so. Also Eisen auf jeden Fall, weil davon brauchen wir ja definitiv noch mehr. Während ich das alles bearbeite, kann ich hier ein bisschen abbauen. Das scheint mir eine Horde zu sein. Weil ich habe auch gerade ein bisschen Lags. Gehen wir mal eben da hoch. Hier in unseren alten Clayberg. Schauen uns das Ganze mal an. Hier auf diesen Erzklumpen. Ciao. Möchte ich ungern runterfallen. Das sind aber nur ein paar.
So, das sieht jetzt so noch vereinzelte, ist aber nur... Oh, ich wollte nicht chatten, nein. Gerade keine Lust. Ah, wen haben wir denn hier noch? Aber wenn man die nicht gerade in den Kopf trifft, dann halten die viel aus. Macht ja nochmal eine Pirouette hier vor uns. So, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen Ressourcen aus dem Felsen schlagen. Können wir auch da vorne rein theoretisch machen. Wo wir den ganzen Clay abgebaut haben. Während wir hier am Craften sind. Das dauert sowieso noch. Müssen noch so viel bearbeiten. Schlagen wir doch hier mal die Materialien raus in der Zwischenzeit. Da ich leider nicht so viel geschafft habe im zerstörten Biom. Tut mir leid. Aber ging nicht anders mit der Horde. Ich wünschte mir, es hätte auch besser funktioniert. Mist. Ich sollte mal von oben nach unten abbauen. Habe ich, glaube ich, schon öfters mal gesagt und mach's trotzdem nie. Kohle kriegen wir ja auch noch zwischendurch, das ist ziemlich praktisch. Müssen wir uns vorerst nicht mehr zu unserer Kohlequelle wagen. Das aber das geringste Problem ist, Kohle abzubauen geht ja schnell. Aber das Eisen hier ist verdammt wichtig. So, wenn ich das abgebaut habe, schaue ich mal nach, wie das im Inventar aussieht, ob die schon fertig sind, die Sticks. Überall höre ich, dass sie da irgendwo was zerkloppen. Nein, die sind immer noch nicht fertig. Das dauert und dauert, ey. Ich möchte da hoch. Ja, bin ich irgendwie hochgebackt. Hauptsache, wir sind da. Und wir haben keine Ausdauer mehr, Mist. Ich brauche mal sowieso Repair Tools. Das jetzt hier. Ach komm, stoppen wir mal kurz. Das dauert ja echt ewig, diese Bretter zu bearbeiten. So, das dahin. Reparieren wir mal ein wenig die Spitzhacke und dann mal unser Spike Club. Kam ja auch das ein oder andere Mal zur Verwendung. Zum Ausdruck. So, und jetzt die restlichen Stickies. Anderen Kram auch noch bearbeiten. Ja, hier haben wir noch ein paar Ressourcen. Hier haben wir ein bisschen Abbauspaß. Mine hier. So, was sagt denn noch? Immer noch nicht fertig. Dauert aber auch echt lange. Diese Texturfehler sind echt noch ziemlich verwirrend, wie ich finde. Schon. So, Sticks sind endlich fertig, nach gefühlten 100 Jahren. Dann
machen wir doch mal hier raus Gravel. Das dauert 2 Minuten. Hoffentlich stürzt das Ganze nicht ein. Auch mal ein bisschen von hier. Wenn wir uns noch ein bisschen näher ranwagen. Oh, hier haben wir noch viel. Nehmen wir alles mal mit. Vor allem auch alles schön mit Abstand. Nicht direkt darunter stehen. Oder möglichst nicht direkt darunter stehen. Sonst fällt uns noch die ganze Decke auf den Kopf. Da habe ich ja immer so ein Talent für. Dass mir das passiert. Aber ohne Ausdauer ist gerade schlecht. Ah, ist echt blöd, dass wir noch nicht genügend Kaffee haben. Jetzt nach dieser Ernte müssen wir dann nochmal alles setzen und danach haben wir erstmal so, dass wir sagen können, okay, Kaffee sieht gut aus. Aber noch ist das nicht der Fall. Munition müssen wir jetzt gleich auch noch machen. Da haben wir noch ein bisschen vor. Zumindest haben wir die Zeit dann sinnvoll genutzt und haben dann nochmal ein bisschen die Rohstoffe abgebaut. Das brauchen wir ja alles mehr oder weniger. Ich bedenke, es gab Zeiten, als wir da rumgepatcht haben, da konnte man LED so schwer finden. Wirklich richtig schwer. Und ich bedenke, wie viel wir jetzt schon hier haben. Also wir haben jetzt schon 15 in der Tasche. Vorher war es echt ein Problem. So, Concrete Mix. Ja, das ist definitiv zu wenig. Da brauchen wir noch mehr Gravel. Könnten wir rein theoretisch auch hier rausschlagen. Was aber gerade irgendwie hartnäckig ist. Weil das ist doch Gravel so zerbrechlich. Ich glaube nicht, dass das hier so eine gute Idee ist, hier noch weiter so direkt runter zu stehen. Ach, das ist doch ätzend. Dann reparieren wir mal hier die Spitzhacke in der Zeit, bis die Ausdauer mal wieder voll ist. Wie ist denn unsere Wellness ist auf 162. Ich finde, dann sollte dann die Ausdauer auch, man sollte auch ein positives Feedback dadurch haben. Dann sollte die Ausdauer schneller steigen oder irgendwie sowas. Weil wenn man die Wellness zu niedrig hat, dann verringert sich das Leben. Und dann, finde ich, sollte es dann auch einen positiven Buff dadurch geben, wenn man viel Wellness hat. Weil wozu sollte man sich denn sonst, sage ich mal, die Wellness hocharbeiten? Hat ja dann, finde ich, wenig Sinn. Weil, warum? Gibt ja kein Ziel, sage ich mal. Also so sehe ich das. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Cobblestones. Also zu machen können wir noch, also herstellen können wir noch eine Menge. Wenn wir hier gleich fertig sind, können wir auch wieder zurück und dann in der Zeit ist hoffentlich schon ein bisschen Kram eingeschmolzen. Ich würde mal sagen, wir machen das Ganze noch bis 1. Und dann schauen wir mal nach, was da so fertig geworden ist. Komische Felsformation hier. Abstrakte Mine, nenne ich das. Ich hoffe nicht, dass wir nochmal einen zerstörten Biom geben müssen, aber ich befürchte leider doch. Ich befürchte, das wird nicht reichen, weil ich ja leider von den netten Zombies unterbrochen worden bin.
glaube ich, wird das nicht lang für unsere Zwecke. Schade, aber ist so. Können wir Besuch von oben oder was? Wenn wir hier unten unsere Ruhe haben, können sie da oben machen, was sie wollen. Ja, man kann ja auch hochschielen. Sehe ich aber keinen. Jetzt höre ich sie. So, hier haben wir alles rausgehackt, oder? Ne, hier haben wir noch ein bisschen. So. Was ist da los? Die fallen doch bestimmt gleich hier runter. Oder die kommen einfach hier lang. Dann sorgen wir dafür, dass die runterfallen. Ciao. Okay. Tja, wer nicht hören will, der muss führen. Fühlen. Führen, ja. Abstrakte Zombie-Kunst nenne ich sowas. Oh, das war ein bisschen tief. Nehmen wir noch mit. Ja, wirklich sehr kurios, dieser Felsen. Aber egal, Hauptsache wir haben daraus unseren Clay, unsere Rohstoffe bekommen, genauso wie dieser Felsen hier, den wir immer noch verwenden können. Aber wir haben echt alles in unserer Umgebung. Oder ich baue noch ein bisschen ab. Wir haben noch ein bisschen was hier zu bearbeiten. Von daher ist es jetzt nicht so verkehrt, hier noch weiter zu machen. Weil zu Hause können wir jetzt eh nicht viel machen. Derzeit lieber mehr Eisen abbauen. Dann haben wir alles zusammen abgeschlossen, so nach und nach. Kohle, Eisen. Hier ist auch noch mehr Eisen. Eisen ist vor allem wichtig. Ich glaube, sowas wie Potassium und so haben wir jetzt fürs Erste genug. Potassium müssen wir jetzt erstmal nicht mehr abbauen. Kohle ist natürlich immer gut, aber wir haben jetzt hier schon 13 Mal Potassium nochmal erneut gesammelt. Wir haben zu Hause noch genügend. Da wir alleine spielen, brauchen wir nicht die Masse an Medikamenten. Und wir haben ja unten noch 14 und ich glaube, zu Hause haben wir auch noch ein paar. Aber Kohle ist immer gut. Kohle kann man immer mitnehmen. So, hier ein bisschen, da ein bisschen. Hier hat man echt gute Ausbeute. Okay, lassen wir das mal zu Ende laufen. Komm, das Potassium nehmen wir ja noch mit, wenn wir jetzt eh schon was dabei haben. Aber in zukünftigen Ausflügen werde ich kein Potassium mehr sammeln. Lieber auf die wichtigeren Sachen konzentrieren. Oh. Ja, wir durchlöchern so langsam die Felsen. Oh, jetzt bin ich hier gerade irgendwie weggebackt, hochgebackt, wie auch immer. Unsere Wellness steigt erneut an. So, Couple Stones haben wir jetzt schon ein wenig. Nochmal einmal Concrete Mix hier. Das wäre die Geschichte. Reparieren wir nochmal die Spitzhacke. Und dann würde ich sagen, Gras bearbeiten. Aber das mache ich jetzt alles mit euch zusammen, weil sonst müsste ich so viel offline machen.
erst im zerstörten Biom. Das ist ja schon okay, dass ich euch da rauslasse. Aber aus allem Sachen kann ich euch natürlich auch nicht rauslassen. Wir leiden halt zusammen. Und das in guten wie in schweren Tagen. Bei schlechten Tagen kann man ja nicht sagen, weil es ist so Zombie-Apokalypse. Ich glaube, jeder Tag ist schlecht. Es gibt dann halt die schweren Tage und die weniger schweren Tage. Hier in Seven Days to Die. Und hier kann man echt viel rausholen. Das ist ja nicht mal eine richtige Mine, das ist einfach nur abstraktes Abbauen. Aber man kriegt hier wirklich viele Ressourcen raus. Muss ich hier schon sagen. Nicht übel. Ich glaube, hier haben wir jetzt auch alles raus. Alles, was vonnöten ist. Ja, das sieht mir so danach aus. Gras ist auch fertig. Dann hier nochmal. Ja, dann haben wir diese abstrakte Seite hier abgeholzt, würde ich doch mal behaupten. Stick nehmen wir noch mit. Hätte ich nicht gedacht. So schnell kann das gehen. Da waren wir fleißiger. Es gibt ja noch genügend andere Felswände. Aber halt diese eine spezielle Stelle, die wir uns ja so, sag ich mal, aufgebaut haben. Als Mine. Oben auf unserer Base ist ein Kreischer. Interessant. Dann wollen wir dem mal das Mäulchen stopfen. Was? Du regst dich auf, weil ich die Türe aufmache? Hier bei unserer Base. Unser Revier. Ah, dann gehst du erstmal abhängen, was? Ah, nee. So. Gras ist auch hier fertig. Dann restlichen Grashalme da noch. Haben wir nochmal einmal Gravel. Eisen. Ja, sieht doch gut aus. So. Kommen Sie einfach mal großzügig. Ja. Haben wir jetzt eh alles so abgebaut. Muss ich jetzt nicht rummosern. Da hauen wir jetzt einfach mal großzügig raus. So. Restlichen Kram machen wir mit der kleinen. Ne, war schon richtig mit der kleinen Kohle. Ja, so. Gras ist fertig. So, dann machen wir jetzt hier mal Papier draus und dann machen wir Schrotflinten-Muni. Sollten wir mal machen. Ich möchte die Schrotflinte doch erstmal weiterhin nutzen. Shotgun-Shells, da sind sie schon. 100 Schuss ist ja schon mal ein Anfang. Dann fehlt Buckshot. Können wir aus LED easy herstellen. Nehme ich mir auch mal ein bisschen LED mit. Aber war ja doch gar nicht so verkehrt, dass wir auch LED abgebaut haben. Wir kriegen zwar wieder was raus. Ja, ganz gut sogar, aber wir hatten nicht mehr so viel. Gunpowder kommt weg. Potassium hauen wir... Hatten wir doch hier. Ja. Hauen wir da mit rein. Legen wir die Sachen erstmal dann doch wieder weg. Und nehmen die Schrotflinte mit, die wir dann auch reparieren müssen. Okay. Dann haben wir ja doch... Ah, ich kann noch... die Capstone Rocks weglegen. Ich würde sagen, die reichen fürs Erste.
Capstone Frames, also 264er und dann noch das hier bis zum 64er aufhören. Das dürfte dann auch erstmal langen, behaupte ich mal. Concrete Mix langt uns auch erstmal. Den einen mache ich dann halt nur noch. Weil wäre ja sonst Quatsch, wenn nicht. Dann sieht es ja doch gar nicht mal so verkehrt aus. Nur mit den Eisenbarren. Das ist dann so eine Sache. Ach, was mache ich denn? So. So, das können wir alles verbraten. 6 möchte ich ganz gerne so auf Reserve haben. Da drin haben wir auch gar nichts mehr. Na komm, lassen wir mal 5 auf Reserve. Desto mehr Rebar-Frames wir haben, desto schneller können wir die Mauer auch zusammenzimmern in unserem neuen Heim. Muss ich halt ein bisschen sparsamer sein, was Reparaturen und so angeht. Concrete Mix, Zement kommt auch erstmal weg. Und jetzt die Schrotflinte reparieren. Oh, das hat nicht gelangt. Da brauche ich doch keine neuen von herstellen. Nee, da haben wir noch. Öl hätten wir auch noch, um neue zu machen. Die Shotgun-Shells nehme ich mal mit. So. Pistolen-Receiver plus Ofen und so könnte ich jetzt ja auch hinmachen. Mache ich jetzt aber nicht. Das machen wir dann in unserem neuen Heim. Das ist alles okay. Und dann machen wir hier Cobblestone-Frames. Hier. 165, das dauert jetzt eine Weile. Uns fehlt wirklich noch an Gras. Das ist echt... Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das langt. Nun gut, haben wir Sticks auf Reserve fürs nächste Mal, wenn wir noch welche brauchen. 165. Das wird dann... erstmal reichen, würde ich dann behaupten. Müssen wir dann sehen. Das dauert jetzt alles eine Weile. Ich breche das mal kurz ab. Pack die Sachen nochmal wieder eben zurück. Ich möchte nämlich ganz gerne jetzt erstmal hier die Bugshots machen. Weil die gehen ja schneller. Dann können wir die direkt wegpacken. Ja, kriegen wir auch noch ein paar Eisenbarren raus. Ja, das kriegen wir auch noch ein bisschen raus. Haben wir dann LED auf Reserve. Für Bugshot haben wir auch erstmal dann wieder auf Reserve. Es fehlt dann nur wieder Papier. Und Papier kann man leider nur finden. Das ist das Problem. Es kann noch zu einem späteren Zeitpunkt zum Riesenproblem werden. Aber die Alpha-Phase hier geht ja nicht mehr so lange. Leider, leider. Ich würde ganz gerne, das könnte von mir aus wirklich noch bis Ende März so weitergehen. Hätte ich kein Problem mit. Gehen wir mal hier hoch. Ich hatte doch die Bäume gefällt, hier direkt am Rand. Aber wohl noch nicht genügend. Und irgendwo in der Ferne kloppt ein Zombie rum. Und mit diesem Kloppen würde ich sagen, sind wir jetzt erstmal am Ende dieser Folge, am Ende dieser Aufnahmesession. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und in der nächsten Aufnahmesession würde ich sagen, spätestens dann am nächsten Tag, am Tag 25, machen wir uns auf den Weg zur Wirkungsstätte, zu unserem Bau. Ich zeige es nochmal für diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Hier hinten haben wir was angefangen. Dort wollen wir unsere Behausung bauen. Das wird unser nächstes Ziel werden. Das und mehr machen wir frühestens erst in der nächsten Folge von 7 Days to Die, nämlich schon übermorgen. Und bis dahin. Tschüss.